Jetzt zum heutigen Thema. Das ist ja angekündigt als was von Karl Marx über Arbeit und Reichtum im Kapitalismus zu lernen ist. Als Auftakt für einen Kapitallektürekreis. Also mein Part soll sein, dazu bin ich ja eingeladen worden, die Zuhörer hier, die da sind, irgendwie zu motivieren für die Lektüre des Kapitals. Das ist jetzt zufällig vor 150 Jahren erschienen und beansprucht laut seinem Autor die Kritik der politischen Ökonomie. Also die Analyse und die Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise, ihrer Gesetze, ihrer Bestimmungen, Widersprüche, Notwendigkeiten. Also das will sie sein, die Darstellung, die wissenschaftliche Erklärung dieser Produktionsweise und darin auch die nicht nur theoretische Kritik, sondern auch die Voraussetzung der praktischen Kritik, nämlich, das weiß jeder, der Marx hat irgendwie für eine Revolution plädiert. Jetzt gleich vorweg, bei der Einleitung ist schon darauf hingewiesen worden, vor 4 Jahren habe ich das schon mal gemacht hier. Damals war noch die Finanzkrise in aller Munde und es waren noch ein paar mehr Leute da, weil man damals gemeint hatte, ja, von Marx könnte man vielleicht in der Hinsicht einiges lernen. Vor 4 Jahren habe ich Folgendes gemacht, nämlich ich habe einen Zitatenzettel mitgebracht und habe anhand illustrieren wollen, anhand der einleitenden Abteilungen, der ersten Seiten dieses dicken Buchs von Marx, wie viel Kritik über diese Gesellschaft schon in der Analyse der Ware und den Wertbestimmungen enthalten ist. Das war damals die Art und Weise, wie ich den Vortrag gemacht habe, nämlich eine Erläuterung der ersten Seiten und daran die Demonstration, warum das Kritik der politischen Ökonomie ist, also was da an Kritik der Warenproduktion, der kapitalistischen Warenproduktion enthalten ist. Nach 4 Jahren habe ich mir gedacht, das mache ich heute nicht. Und zwar aus folgenden Überlegungen heraus. Erstens, es geht eigentlich gar nicht gut, vorab in der Kurzform, in der Kurzzusammenfassung die Argumentation darzubieten, die Marx im Kapital geleistet hat. Das sind 3 Bände, der erste ist schon dick genug und das muss notwendigerweise irgendwie lückenhaft bleiben. Und insofern muss ich sagen, es gibt keinen anderen Weg, wenn man meint, man will sich damit befassen, als eben den Text zu lesen und die Argumentation, die da geboten ist, die Erklärungen zu Ware, zu Geld, zu Kapital, zu Wert und Mehrwert nachzudenken. Anders geht es gar nicht. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich jetzt nicht mit so einer Kurzfassung oder der Kurzzusammenfassung ankomme. Es ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, im Vorhinein, quasi vorab, zu sagen und zu begründen, warum es notwendig ist, sich mit dem Kapital zu befassen. Auch das geht nicht. Ich kann natürlich jetzt erzählen, und da kenne ich mich auch aus, was der Marx alles so dargestellt, analysiert und sonst was hat. Ich könnte natürlich jetzt als Werbung für den Arbeitskreis sagen, welche tollen wissenschaftlichen Leistungen der Marx gebracht hat, wie viel theoretische Kritik in dem Buch enthalten ist, wie wichtig das ist, wenn man praktisch den Kapitalismus kritisieren will. Aber der Witz dabei ist, das kann der Zuhörer glauben oder nicht glauben, Wissen tut er damit eigentlich nichts. Ob sich die Lektüre des Buchs, was ja hier stattfinden soll, was ein Angebot sein soll, ob sich die lohnt, wissenschaftlich gesehen, das kann eigentlich nur die Lektüre zeigen.
Das ist wie bei jedem Buch. Man muss es nachdenken und dann weiß man am Ende, das stimmt oder das stimmt nicht. Das ist eine richtige oder eine falsche Erklärung der Welt, die bringt was. Im theoretischen wie im praktischen Sinn. Also das mal, deswegen habe ich mich dagegen entschlossen, jetzt hier so eine Kurzzusammenfassung zu bringen oder hier eine große Lobpreisung oder sonstige Sache dieses Buchs zu bringen. Das war die erste Vorbemerkung, die erste Bemerkung. Das zweite ist, was man jetzt angesichts von 150 Jahre Kapital, das ist nun mal der Zufall, vor 150 Jahren ist dieses Buch erschienen und zufällig ist vor 200 Jahren auch noch der Marx geboren worden, was der Anlass ist für alle möglichen Stellungnahmen, Belobigung, aber auch Verrisse. Also was man da alles jetzt in der Öffentlichkeit anlässlich dieser Marx-Jubiläen lesen konnte, alles Quatsch. Also den Marx als großer Erfinder oder als großer Kritiker der Ungleichheit, der zunehmenden. Das war er nicht. Das kann ich jetzt auch nur behaupten und wer es glaubt oder wer der Auffassung ist, kann sich ja dann auch melden und dann können wir gerne darüber reden. Ich behaupte erstmal, das war er nicht. Genauso wenig war er ein Entfremdungstheoretiker. Genauso wenig war er ein großer Prognostiker, der gezeigt hat, der Kapitalismus kann nicht mehr lange leben. Genauso wenig war er ein Erfinder der dialektischen Methode. Das sind alles so Thematiken, die man jetzt anlässlich dieses Jubiläums lesen kann, hören kann. Der Deutschlandfunk hat eine ganze Reihe dazu gemacht und da behaupte ich erstmal, das ist alles Quatsch. Das war der nicht und wenn man was von ihm lernen kann, dann ist es eben der Nachvollzug seiner ökonomischen Analyse. Ich sage das so provokativ, wenn jemand einer anderen Auffassung ist, dann wäre mir sehr dran gelegen, dann kann man darüber diskutieren. Dann diskutieren wir aber darüber, wenn das so wäre, dass der Marx das war, was ihm immer nachgesagt, also ein großer Kritiker der zunehmenden Ungleichheit, so wie Piketty das jetzt nachgewiesen hat. Wenn das der Marx gewesen wäre, dann würde ich schon was dagegen sagen, dann würde ich sagen, dann braucht man ihn nicht zu lesen. Er ist es aber nicht gewesen. Also wie gesagt, das war jetzt mal der Hinweis, wenn jemand der Auffassung ist, dann können wir gerne über diese Punkte reden. Ansonsten muss ich noch eins sagen, da muss ich mich selbst ein bisschen in Acht nehmen. Ich habe ja auch bei der Einleitung noch geschrieben, oder wir haben geschrieben hier, anlässlich von 150 Jahren Marx und 200 Jahren, also Kapital und 200 Jahren Marx, das ist eigentlich eh so eine Unsitte, der, dass man immer angesichts von runden Jahreszahlen einen toten Theoretiker ausgräbt und dann an ihm diskutiert, was er uns heute noch sagen könnte oder nicht. Wenn, dann wäre ich für Primzahlen, sagen wir mal, alle 163 Jahre. Könnte man genauso sagen. Ja. Also das ist irgendwie ein Quatsch. Okay. Drittens. Was man schon vorab, was ich vielleicht für so einen Lesekreis erläutern kann vorab, sozusagen als Handreichung vielleicht bieten kann, sind schon, sagen wir mal, meine Erfahrungen darüber, was eigentlich die Schwierigkeiten von der Kapitallektüre ausmachen. Und die Schwierigkeiten haben sich eigentlich nie geändert. Also jetzt aus meiner Perspektive gesehen, die seit den ersten Arbeitskreisen, die habe ich zu meinen Studentenzeiten gemacht, vor 35 Jahren jetzt, nee, 45 Jahren, so ist es, ja, genau, an der Uni Marburg oder in den Tutorien. Also da haben wir in Schulungen, Kapitalschulungen der Roten Zellen das Buch gelesen. Oder in Grundarbeitskreisen, damals war das noch so an der Uni,
hat man auch das Kapital gelesen. Oder was ich später an der Hochschule bei Seminaren zu der politischen Ökonomie zu vermitteln versucht habe. An den Schwierigkeiten dabei hat sich eigentlich nie was geändert. Und auf die will ich mal hinweisen. Das eine ist, was heute ein Leser, der das Kapital liest, vielleicht hat ja auch der eine oder andere von Ihnen da schon reingeguckt und das selbst gelesen, was einen Leser des Kapitals todsicher irritiert, das ist die Art und Weise, wie hier die ökonomischen Gegenstände vorkommen. Und zwar ein Mensch, einen Leser, der normal daran gewöhnt ist, wenn über ökonomische Gegenstände die Rede ist, dann wird immer vom Umgang der Menschen mit ihnen geredet. Bei Marx kommen die ökonomischen Gegenstände ganz strikt als solche vor. Also das Buch beginnt mit der Ware und ihren Widersprüchen. Und dann gibt es ein Subjekt, das heißt der Wert, und der zieht sich durch das ganze Buch durch. Und dann ist davon die Rede, die Ware hat einen Widerspruch und dieser Widerspruch stellt sich in als Gebrauchswert und Tauschwert dar, und der Tauschwert, dem liegt der Wert zugrunde, und dieser Wert stellt sich dar und die Ware muss sich darstellen in Geld, und das Geld wiederum ist die Verkörperung der eigenständigen Wertgestalt und verlangt nichts anderes als ihre Vermehrung, und die Vermehrung geht durch den Kauf und Verkauf einer Ware Arbeitskraft und so weiter und so fort. Das heißt, da wird von dem ökonomischen Gegenstand Ware, Geld, Kapital, Wert, Mehrwert, Lohn, Profit und so weiter geredet, und zwar in der Form, dass diese Gegenstände ihre Widersprüche haben, ihre Notwendigkeiten, ihre Übergänge, ihre Verlaufsformen und so weiter. Und es kommt einem Leser erstmal total fremd heute vor. Der Wert als das beherrschende Subjekt einer Ökonomie. Wofür steht es eigentlich? Ich will mal drauf auf das hinweisen. Das steht für die, auch das kann man natürlich jetzt erstmal nur einfach zur Kenntnis nehmen, weil, wie gesagt, mein erstes Dogma gilt nach wie vor, man muss halt das Buch lesen. Aber das, was bestimmt jeden Leser erstmal irritiert, der Wert, der seine Notwendigkeiten hat, der seine Übergänge, seine Widersprüche hat, der im notwendigen Zusammenhang zu den anderen Gegenständen steht, die aus ihm folgen, sodass am Ende von drei Bänden dann sowas dasteht wie ein Unternehmer mit der Einkommensquelle Kapital, ein Lohnarbeiter mit der Einkommensquelle Arbeit und ein Grundeigentümer mit der Einkommensquelle Grundeigentum. All das steht für die Strenge einer wissenschaftlichen Erklärung, die einfach die Notwendigkeit der untersuchten Sache herausarbeitet. Und das ist die Leistung, behaupte ich jetzt erstmal, kann man glauben oder nicht glauben, aber wenn man wirklich das Buch liest, vielleicht das im Hinterkopf behalten, das ist einfach die große Leistung von dem Marx, dass er in aller Nüchternheit die immanente Notwendigkeit, den systematischen Zusammenhang der ökonomischen Gegenstände dieser Produktionsweise erklärt hat. Der einfach das, was es an ökonomischen Gegenständen gibt in dieser Gesellschaft, Ware, Geld, Kapital, Lohnarbeit, Lohn, Kredit und so weiter und so fort, Wachstum des Kapitals, Akkumulation in ihrer Notwendigkeit dargestellt hat.
Und er redet auch davon, vielleicht das noch, wenn er davon redet, in der Gesellschaft gibt es sogar sowas wie einen Fetisch, was immer zu großer Verwunderung führt, was er damit gemeint hat. Was aber nichts anderes, womit der Marx auf nichts anderes hinweisen wollte, dass in dieser Gesellschaft die ökonomischen Gegenstände tatsächlich den Menschen, die mit ihnen umgehen, ihr Handeln diktieren. Also dass diese Absurdität oder Verkehrung in dieser Gesellschaft ist, dass die ökonomischen Gegenstände einen eigenen Zweck verfolgen, nämlich den der Vermehrung des Werts. Das war der Begriff von dem Marx. Was das heißt und so weiter. Wie gesagt, man kann nachher alles fragen noch, aber ich wollte auf das einfach mal hinweisen. Das ist hundertprozentig, also die erste Sache, die jeden irritieren wird, wer das liest, dass eben da von dem Wert die Rede ist und seine Notwendigkeit. Ich habe gesagt, es fällt einem heutigen Leser schwer und macht die größte Schwierigkeit, weil man nämlich eigentlich, das ist jetzt die zweite Behauptung, einfach verseucht ist vom wissenschaftlichen Denken, wie es heute normalerweise gelehrt wird. Und das besteht darin, dass im normalen, zum Beispiel volkswirtschaftlichen Denken, die Gegenstände, die der Marx analysiert hat, in der Wissenschaft immer vorkommen als der Umgang der Menschen mit ihnen. Also was ist das Geld? Wenn man in einem volkswirtschaftlichen Seminar ist oder in der modernen Wissenschaft, dann ist das Geld ein Tauschmittel oder ein Wertaufbewahrungsmittel. Da wird die Erklärung des Geldes mit dem Umgang der Menschen mit ihm erklärt. Also das Schöne am Geld ist, dass man mit ihm tauschen kann, weil ohne das Geld, da wüssten die Leute gar nicht, wie sie tauschen sollten. Da müsste man ja einen Huhn mit Eiern austauschen, wie soll das gehen? Mit Geld, ein Huhn gleich 50 Eier. Also ein Huhn sind 10 Euro und dafür kriegt man was weiß ich nicht. So, das ist die Erklärung, die bürgerliche Erklärung des Geldes. Das ist immer die Gleichsetzung der Sache mit dem Umgang damit. Wer BWL studiert, weiß, die BWL erklärt nicht den Profit, sondern er erklärt die Profitmaximierung, wie das geht. Das ist das Prinzip. Da wird die Erklärung des Profits ist gleich die Techniken, wie man ihn steigert. Das ist die Erklärung des Profits dabei. Und das ist das zweite Interessante, vielleicht noch der zweite Hinweis. Das ist einfach die Strenge von dem Marx, dass er die ökonomischen Gegenstände eben für sich und in ihre Notwendigkeiten erklärt. Und da gibt es viele Fußnoten zu der damaligen Wissenschaft, mit der er es zu tun hatte, die nämlich auch damals schon an der Erklärung der ökonomischen Gegenstände gescheitert ist, und zwar deswegen gescheitert ist, weil sie von einem parteilichen Standpunkt aus immer die Gegenstände mit dem Umgang der Individuen mit ihnen identifiziert haben. Die also immer schon den Standpunkt haben, die Ware ist gut, weil man mit ihr tauschen kann. Das Geld ist gut, weil es den Tausch ermöglicht. Das Geld ist gut, weil man mit ihm irgendwas anfangen kann. Also wo immer der ökonomische Gegenstand mit dem Umgang mit ihnen identifiziert wird, und das findet sich bei Marx noch diese Auseinandersetzung so wieder, dass es dann in vielen Fußnoten zu lesen ist. Warum die bürgerliche Ökonomie das so macht, ist keine Frage, weil darin nämlich die ökonomischen Gegenstände im Umgang mit den Menschen eben als nützliche Einrichtungen für den Umgang mit ihnen sind. So, das war das. Das vielleicht als Hinweis, auf was macht, was bestimmt einen Leser in der Lektüre des Kapitals oder bei der Lektüre des Kapitals irritieren wird. Das zweite, was aus meiner Erfahrung immer irritierend wird,
ist oder sind die umfangreichen historischen Materialien, die da vorkommen. Also es gibt lange Passagen in dem Kapital, die gehen um den Kampf um den 8-Stunden-Tag zum Beispiel. Oder es gibt lange Ausführungen, die die Entwicklung der Industrie darstellen. Oder bei dem Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, also die Voraussetzungen der die historische Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise in diese umfangreichen Darstellungen. Und der Leser, der das jetzt liest, sagt oder nimmt das gerne als Beleg, naja, da sieht man dran, das war ja alles schön und gut für damals und man kann das als Geschichtsbuch lesen, aber heute sieht doch die Welt ganz anders aus. Der redet von der Dampfmaschine, heute haben wir das Internet. Der redet vom Kampf um den 8-Stunden-Tag, jetzt gibt es bei uns oder in Frankreich zumindest einen 35-Stunden-Tag und so weiter. Richtig. Also ein 7, was dann 7-Stunden-Tag? Aber es gab auch schon 35-Stunden-Tage in der Stahlindustrie in Zwarren. 35-Stunden-Tage? Ja, es gab mehr als ein. Oder 35-Stunden-Schichten. Darf ich schon mal teilen? Okay, also wird genommen, das ist historische Material als... Hier wird eine Schilderung des Manchester-Kapitalismus gemacht und der ist ja überwunden. Auch da noch ein Hinweis dazu. Ja, natürlich gibt es das historische Material da drin, aber wofür steht es? All die Beispiele, die da kommen, oder das historische Material steht für... Also folgt eigentlich einer strengen wissenschaftlichen Logik. Nämlich, es sind Illustrationen für die Unterordnung der Arbeit und des Arbeiters unter die Logik, unter die strenge Logik der Selbstverwertung des Werts, der Mehrwertproduktion. Dafür stehen die Beispiele. Und natürlich ist es historisches Material, aber es steht für das Prinzip, das der Marx analysiert. Also damit es nicht so abstrakt bleibt. Soll heißen, auch das wieder, das kann ich nur andeuten und man kann es dann selber nachlesen. Aber es soll sagen, wenn es darum geht, in dieser Gesellschaft, um das Kapital. Und Kapital, sagt der Marx, ist die Selbstverwertung des Werts. Das ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Dann besteht dieses Geschäft darin, dass man jemanden kauft, als Unternehmer, als Geldbesitzer, dass das Geld einen Produktionsprozess in Gang setzt, wo der Gekaufte, die gekaufte Arbeitskraft länger arbeitet, mehr Geld, mehr das Resultat bringt, als zu ihrer eigenen Erhaltung bzw. was sie bezahlt bekommt, nötig ist. Also diese Differenz von am Arbeits- oder Produktionsprozess gibt es einen Unterschied zwischen einer Arbeitszeit, die der Reproduktion des Werts, Lohns, den der Arbeiter kriegt, dient und dem Überschuss, den er Geldwert in dieser Zeit produziert. Und das ist der Mehrwert. Das wird bei Marx als Mehrwert bezeichnet und mir geht es jetzt um Folgendes. Das ist die Logik, die der Marx darstellt. Und diese Logik schließt ein, die Ausdehnung des Arbeitstags, weil damit der Teil des Arbeitstags ausgedehnt wird über der Wert schafft, über den Wert hinaus, der bezahlt wird. Wenn das die Logik ist, wie gesagt, das ist nur angedeutet, dann dient der
dienen diese langen historischen Ausführungen oder die Ausführungen über den Kampf um den Arbeitstag sind Illustrationen dieser Logik. Nämlich auf der einen Seite das Kapitalinteresse an Ausdehnung der Arbeit. Und es ist das erworbene Recht des Unternehmers in dieser Gesellschaft, mit dem Kauf der Arbeitskraft des Arbeiters die Verfügung über seine Arbeitszeit eingekauft zu haben. Also behauptet er es als sein Recht, und es ist auch das Recht in dieser Gesellschaft, den Arbeitstag auszudehnen. Auf der anderen Seite ist die Ausdehnung des Arbeitstags die Ruinierung des Arbeiters. Ist die Zerstörung seines Rechts, mit dem Lohn seinen Erhalt betreiben zu können, sein Leben betreiben zu können. Also steht Recht gegen Recht und es gibt einen notwendigen Kampf um die Ausdehnung bzw. die Beschränkung des Arbeitstags. Das habe ich jetzt mal so in der Kurzfassung gesagt, um zu deutlich zu machen, dass dieses alles, was es an historischen Ausführungen gibt, und was immer genommen wird als naja, das waren die damaligen Zeiten des Manchester-Kapitalismus, steht als Illustration für den notwendigen Gegensatz, der in einem kapitalistischen Produktionsprozess eingeschlossen ist, der da inbegriffen ist. Und insofern ist es ein Dokument, was ich vorher gesagt habe, eine Illustration für die Subsumption der Arbeiter oder der Arbeit des Arbeiters unter die Kapitalvermehrung, unter das, was der Markt als Selbstverwertung des Werts beschreibt. Dafür steht dieses Beispiel und hat nichts damit zu tun, er wollte mal eine Beschreibung des Menschheits, der Kapitalismus zu seiner damaligen Zeit. Und wer das kapiert hat im Kapital, der hat natürlich überhaupt kein Problem darin, entweder in China in der Ausdehnung der Arbeitszeit, in dem Beispiel, was Sie gesagt haben, über die Stahlindustrie im Saarland, oder in dem Kampf um die 35-Stunden-Woche oder in der jetzigen Tendenz wieder zur Verlängerung der Arbeitszeit, diesen Widerspruch wiederzuerkennen. Also das zum Stellenwert, wo es immer die Diskussion darum geht, ja, das ist ja alles damals Manchester-Kapitalismus, heute sieht das alles ganz anders aus. Gut, es waren jetzt drei. Also das waren ein paar Hinweise darauf, was aus meiner Erfahrung bei der Lektüre des Kapitals todsicher irritiert. Es ist diese heute vollkommen unbekannte Art und Weise, in aller Nüchternheit und Strenge die ökonomischen Gegenstände zu erklären und in ihrem Zusammenhang darzustellen. Das ist erstmal die große wissenschaftliche Leistung dieses Buchs. Und es ist in dieser Art ein Lehrbuch und ist, wer jetzt meint, das ist, das ist wie eine polemische Streitschrift, das ist es schon, aber das hat halt einfach diese Nüchternheit der Erklärung. Das ist die große Leistung von dem Marx. Gut, das waren jetzt die Hinweise drauf, wie gesagt, was einen vielleicht irritiert, was einen aber nicht irritieren sollte. Und als Fazit erstmal dieser Vorbemerkung soll heißen, es soll deutlich geworden sein eigentlich auch damit. Es geht jetzt nicht, dass ich vor der Lektüre alles erläutere, welche großartige Leistung der Marx gebracht hat. Es geht nicht, da muss man halt den Marx lesen dazu. Von daher ist es auch soweit vielleicht als Hinweis auf den Kapitallektüre-Kurs gemeint. Also was der Kapitallektüre-Kurs nicht macht, oder machen sollte, nach meiner Meinung, ist, dass man das Buch liest und dann erläutert alles, was der Marx sich so dabei gedacht hat. Warum er diese Begrifflichkeiten verwendet hat. Dass die Darstellungsmethode problematisiert wird.
dass ewig über den Anfangssatz des Buchs diskutiert wird. Was sich der Marx bei bestimmten Begriffen gedacht hat oder etwas. Das ist alles, das führt alles eigentlich weg davon. Man muss einfach das Buch nehmen als Auskunft über die Gegenstände, die ökonomischen Gegenstände, die es in dieser Gesellschaft nun mal gibt, als theoretische Auskunft, dann wird sich schon rausstellen, die Erklärung einer Sache ist immer die Kritik von ihr, wenn die Sache kritikabel ist, dann stellt sich das schon raus und anders kann man überhaupt nicht diese Lektüre betreiben. Und es wäre das Falscheste bei der Kapitallektüre zu diskutieren, was der Marx sich gedacht hat, was es an Voraussetzungen dafür gab, was mit unter dem Begriff zu verstehen ist und so weiter und so fort. Man muss einfach die im Buch dargebotene Darstellung von Ware, Wert, Geld, Kapital, Verwertungsprozess, Akkumulationsprozess und so weiter nachvollziehen. Und der Lohn davon ist dann die Kenntnis der ökonomischen Bestimmungen, der Bestimmungen der ökonomischen Sachen und ihrer Notwendigkeit. Und das ist dasselbe, wie man hat das Wissen und darin, wenn das kritikabel ist, eine begründete Kritik. Das ist erstmal das, was ich als Vorbemerkung dazu sagen kann. So, jetzt, das ist ein übersichtlicher Kreis hier und dann würde ich es lieber jetzt so machen, wenn es Vorstellungen zu dem Buch gibt und ich habe die so abgetan am Anfang. Ich habe gesagt, was man jetzt anlässlich von 200 Jahren Marx so hören kann über die großen Leistungen von dem Marx, zum großen Teil ist es alles Quatsch. Da habe ich so ein paar Andeutungen gemacht. Großer dialektischer Denker, Entfremdungstheoretiker, Krisenprognostiker. Wer der Auffassung ist, da ist was dran, einfach melden. Und dann können wir über diese Sache diskutieren. Das Hauptproblem, wo der Stegel den meisten Zuhörern zu ähnlich geht wie mir, ich habe das Buch einfach noch nicht gelesen, weder den Band 1 noch die Folgebände, sodass ich zwar inhaltlich weiß aus vielen Zeitungsartikeln, aus der marxistischen Presse oder aus der Gewerkschaftspresse, ich kann erahnen, um was es geht. Ich stimme dem, was ich da abgebildet gesehen habe in der Literatur, stimme dem zu, aber kann nicht eigenständig auf die von ihm angelegten Fragen die Gegensätze oder die Missverständnisse möglicherweise, die Kohärenz, die vorhandenen und der Kontext von dem einen zum Problem zum anderen, kann ich nachvollziehen, wenn ich das Buch nicht selber lesen habe. Das, denke ich, ist das Problem, warum mir so viele Hände hochgehen und ja, so wird es wohl sein. Was ja eigentlich kein Makel ist, man kann durchaus Marxist sein, ich bezeichne mich als Marxist, ohne dass man das Kapital gelesen hat, immer auch im Umkehrschluss, denke ich, ein guter praktizierender Christ sein kann, ohne das Alte Testament und das Neue Testament auch nur unterleiern zu können. Das macht mit dem Wert als Christen, als solchen aus. Und so ist es im Umkehrschluss jetzt wohl auch mit dem Kapital sein. Okay, ich muss noch andere Wortmeldung. Ja, bitte. Ja, ich bin das recht. Dann der apodiktische gesagt haben, wenn ich diese formuliert habe, dass Marx ein Theoretiker der Ungleichheit gewesen sei. Da würde ich auch ein Stück weit zustimmen können, aber gleichwohl, ich glaube, das würden Sie wahrscheinlich auch nicht ableugnen, hat sich natürlich Marx schon mit Phänomenen der Ungleichheit beschäftigt. Also zum Beispiel Stichwort Zentralisation des Kapitals. Zentralisation des Kapitals führt zu Ungleichheit in der Bourgeoisie. Man wird uns jetzt vielleicht nicht primär interessieren, aber ist ja so. Und dann ist auch die Frage, worauf man soziale Ungleichheit oder worauf man sich fokussiert, wenn man so von Ungleichheit spricht. Es gibt ja Ungleichheit der sozialen Macht zum Beispiel oder Ungleichheit, was so die Einkommensressourcen anbelangt und was so Ungleichheit der sozialen Macht anbelangt,
ich sag mal so, im Lohnarbeitssystem, da hat schon etwas zugeschrieben, auch im Kapital. Also der Marxist nicht hat, also weil ich jetzt, wenn ich etwas Falsches sage, unterbreche, also die Bestandteile materialistischer Dialektik, historischer Dialektik und politischer Ökonomie, also dass der Aufbau der Gesellschaft und die Gesellschaftsformation, warum sie auch abgelöst wurden und das Kapital studiert da halt die Warenwirtschaft, die ja schon älter ist wie der Kapitalismus, aber wie die und wie dann schließlich vom Feuer, also vom Kapitalismus, wie das entstanden ist und wie sich das entwickelt. Ne? Okay, das ist ja eine andere Frage jetzt als die erste. Manchmal, was Sie angesprochen haben, gut, wie gesagt, das Angebot wird es geben, dieses Buch zu lesen, dafür soll das ja der Auftakt sein. Und natürlich, das ist ja auch eine gewisse Schwierigkeit dabei, im Vorhinein zu begründen oder darüber zu reden, warum es richtig ist oder falsch ist oder lohnend ist, das Buch zu lesen, ist eigentlich schwierig. Das ist wie bei allem, man liest halt. Man hat mal als Urteil dazu. Das Zweite, also diese mit der Ungleichheit, ich wollte nicht sagen, es kommt nicht Armut und Reichtum irgendwie Kapital vor, sondern es sollte nur darum gehen, Marx war ein Theoretiker der Ungleichheit in dem Sinne, er hat die ungleiche Verteilung, also dass es im Kapitalismus Armut und Reichtum gibt, hat er thematisiert und zu seinem Anliegen gemacht und damit für eine andere Verteilung des Reichtums plädiert. Dagegen wollte ich was sagen, gegen die Vorstellung, weil auch das kann man jetzt wiederum nur glauben, ich behaupte es erstmal, das Buch selbst ist der Hinweis darauf, oder ist die ganze Analyse, Armut und Reichtum im Kapitalismus hat seinen Grund nicht in einer ungleichen oder ungerechten Verteilung, sondern in der Art und Weise, wie hier der Reichtum produziert wird. Das war die, behaupte ich erstmal, die große Leistung oder eine der großen Leistungen, nämlich zu sagen, die Art und Weise, um was sich in dieser Gesellschaft alle Produktion dreht, um das Geld und seine Vermehrung und was für Notwendigkeiten darin eingeschlossen sind, das begründet auch mit Notwendigkeit die Tatsache, dass auf der einen Seite das Kapital wächst und auf der anderen Seite diejenigen, die als lohnabhängig Beschäftigte tätig sind, am Ende mit nichts anderem rausgehen als den Erhalt ihres Vermögens. Also dass da in der Art und Weise, wie produziert ist, der Armut und Reichtum notwendig eingeschlossen sind und es keine Frage ist, das ist nämlich immer, wenn er als Ungerechtigkeitstheoretiker behandelt wird oder als Theoretiker der Ungleichheit, dass er für eine andere, also aus der Analyse oder aus seiner Kritik eine wäre, die für eine andere Verteilung des Reichtums plädiert. Darum ging es mir. Also das war diese Kurzfassung bei der Geschichte. Das war das, also vielleicht sind wir uns, das ist eigentlich das Wichtige, dass hier der ganze Fokus drauf gelegt wird, dass gesagt wird, die Verteilung ist in der Art und Weise, wie hier produziert wird, nämlich in einem gegensätzlichen Verhältnis von auf der einen Seite Geldbesitzer und auf der anderen Seite Menschen, die bar ihrer Lebens- und Produktionsmittel sind und insofern als abhängig Beschäftigte
arbeiten müssen, dass in diesem Produktionsverhältnis das Verteilungsverhältnis eingeschlossen ist. Und deswegen die Kritik nicht die sein muss, das Plädoyer für eine gerechte Verteilung, sondern für die Abschaffung dieser Eigentumsverhältnisse, die es hier gibt. Also das ist das, insofern war das ja auch von damals, von dem Marx gedacht, dieses Buch als eine Kritik der entstehenden Sozialdemokratie auch, die eben genau diesen Standpunkt hatte. Ein gerechter Lohn für eine gerechte Arbeit und der Staat, der dafür sorgen soll, dass die Lohnarbeiter ihren gerechten Lohn kriegen. Das war das, dagegen ist ja das ganze Buch gerichtet, das sagt, der Lohn, den sie bekommen, der ist schon gerecht in den Verhältnissen. Das ist halt diese, und statt für einen gerechten Lohn sollten sie für die Abschaffung der Lohnverhältnisse sich einsetzen. Das war, das ganze Buch ist gedacht in dem Sinne, wenn man die Prinzipien dieser Ökonomie, die ökonomischen Gegenstände, mit denen die Leute zu tun haben, wenn man sich die mal ordentlich vor Augen führt und erklärt, dann kommt nicht ein Plädoyer für einen gerechteren Lohn, sondern eine Kritik des Lohnarbeitsverhältnisses raus und ein Plädoyer für die Abschaffung der Charaktere von Kapitalisten und Lohnarbeitern, also für die Abschaffung des Privateigentums, das ist die andere Sache. Das war jedenfalls der Standpunkt von dem Marx. Können wir gleich drüber weiter diskutieren. Ich wollte nur noch auf den anderen Hinweis eingehen. Oder sollen wir das erstmal noch zurückstellen und wollen darüber noch einen Moment reden? Also der andere war ja nur der Hinweis, dass Sie sagen, von Ihrer Kenntnis aus, ist es so, es gibt drei Säulen des Marxismus sozusagen, den historischen Marxismus, also den Materialismus, den dialektischen und dann die politische Ökonomie, oder? Da kann ich nur dazu sagen, ja, so wird es gesehen. Die Analyse, die hier niedergelegt wird, das halte ich für richtig, das hat der Marx als sein Hauptwerk betrachtet. Und alles andere, was es an Vorstellungen gibt, also die Vorstellung, er hätte eine glorreiche, eine Denkmethode entwickelt, nämlich das dialektische Denken. Und mit dieser Methode vorab, mit der könnte man dann alles Mögliche sich erschließen. Ja? Also diese Abteilung, dialektischer Materialismus als Methode. Wenn er das gemacht hätte, dann würde ich behaupte, er hat es nicht. Weil wenn er es gemacht hätte, dann wäre das falsch. Das wäre ein Fehler. Und zwar deswegen, weil es immer ein Fehler ist, bevor man den Gegenstand analysiert, eine Methode zu haben oder sich auszudenken, von mir aus eine dialektische, die Widersprüche oder wie auch immer, zu ihrem Leitfaden nimmt und mit dieser Methode dann sich an den Gegenstand ranzumachen. Da hat übrigens schon ein alter Philosoph, der Hegel, gesagt, das geht nicht. Weil wenn ich die Angemessenheit der Methode, die Methode soll ja dem Gegenstand irgendwie angemessen sein, das soll ja zur Erklärung taugen. Aber wenn ich vorab sage, als was ich den Gegenstand betrachten will, nämlich dialektisch als eine Ansammlung von Widersprüchen, dann gehe ich ja mit dem Vorurteil an den Gegenstand dran und kriege nur raus am Ende, was ich in ihn reingesteckt habe. Deswegen ist eine Methode für sich entwickelt zu haben, mit der man dann alles sich erschließen kann, ist notwendig immer ein Fehler. Ja, sehe ich anders. Gut, dann wären wir jetzt bei Wissenschaftskritik. Ich sag mal, können wir auch noch gerne machen, aber das wäre jedenfalls mal von mir aus der Standpunkt. Das Zweite mit dem Historischen, also der historische Materialismus im Sinne von, der Marx hat eine Vorstellung gehabt, wie er hat entwickelt, es gibt eine Abfolge von Gesellschaftsformationen und es gibt eine Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, auf eine Gesellschaft folgt die nächste und mit Notwendigkeit wird dann auch der Kapitalismus automatisch überwunden.
Ja, das ja, ist, so weit ist doch beschämt. Es ist nur nochmal zurückgelaufen. Ne? Aber das, das hat Marx ja auch gesehen, dass er gesagt, dass man gesagt hat, dass eine Gesellschaftsform, bevor sie sich durchsetzt, längere Zeit beansprucht hat. Das hat man nur, man hat gedacht, das geht automatisch, es könnte keine Rückschläge mehr geben. Darum geht es ja, dass der Dialekt, der historische Materialismus sagt, mit Notwendigkeit, es gibt einen Automatismus der Abfolgen der Gesellschaft. Natürlich kann ich erklären, rückblickend, das kommt ja da auch so vor, wenn ich den Kapitalismus habe, was waren die Vorbedingungen desselben? Das ist das Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, die sagt, wenn der Kapitalismus darauf basiert, dass er Lohnarbeiter vorfindet, die von einem, die eigentumslos sind, bar ihrer Lebensmittel und bar ihrer Produktionsmittel. Und auf der anderen Seite der Kapitalismus ein Geldvermögen braucht und voraussetzt, dass diese beschäftigt, dann setzt der Kapitalismus eine Produktionsweise voraus, beziehungsweise die Auflösung einer alten Produktionsweise, die diese Charaktere erstmal schafft. Die also aus bodenbauenden Arbeitern eigentumslose Gesellen macht, die dann von Unternehmern angewendet werden. Zum Beispiel das Schumpfwesen aus den 80ern. Genau, sowas. Also das kann ich natürlich schon sagen. Ja, also insofern kann ich sagen, ja, der Kapitalismus setzt die Zerstörung, die Auflösung einer Produktionsweise voraus. Und kann rückblickend sagen, auf den Feudalismus ist der Kapitalismus gefolgt. So, das kann ich schon sagen. Der historische Materialismus, also wie er so entwickelt wurde, besagt, es gibt eine zwangsläufige Abfolge von Gesellschaftsformationen und hat dann vor allem den historischen Optimismus gemacht, dass mit Notwendigkeit automatisch der Kapitalismus zugrunde geht. Und da kann ich sagen, das ganze Buch selbst ist ein Dokument dafür, dass der Marx der Auffassung war, in diesem Automatismus tut sich überhaupt nichts. Ja, aber das ist gar nicht. Sondern es gibt schon noch Notwendigkeiten. Die sie dann gesehen haben. Die Notwendigkeit war eine Arbeiterpartei, die Notwendigkeit war ja eine Arbeiterklasse, also es gab so ganz automatisch, hat das ja Marx, also wenn das kommunistische Manifest heißt, das Manifest der kommunistischen Partei, sonst hätte man ja keine kommunistisches Manifest, wenn das so zwangsläufig geschehen wäre. Wir reden aber aneinander vorbei, das sage ich ja gerade. Der Marx hat gesagt, das ganze Buch ist ja auch so gedacht. Er sagt, ich muss einiges dafür tun, damit die Arbeiterklasse wirklich gegen die Ursache ihrer Lage angeht, nämlich gegen das Kapital und diese Gesellschaftsformation überwindet, also eine Revolution macht. Dafür hat er plädiert. Und das ist die Widerlegung, die praktische, all dessen, was als historischer Materialismus gilt. Also historischer Materialismus war doch die Geschichtsphilosophie, die sich auf den Marx berufen hat. Das ist gar nicht bei Marx, findet man das. Da findet man manchmal so Formulierungen, aber im Prinzip war der immer der Auffassung, natürlich, es gibt keinen Automatismus. Und es gab aber in der Marx-Tradition oder in denjenigen, die sich auf Marx berufen haben, die haben immer gemeint, gerade die Kommunisten, die da waren, die russischen Revolutionäre und andere, die dann gesagt haben, es gibt den Automatismus und der Kapitalismus wird mit Notwendigkeit untergehen. Und dagegen habe ich mich nur gewendet. Ich habe gesagt, wenn man was von Marx hochhalten will, dann ist es dieses Buch, die Erklärung des Kapitalismus. Und nicht der historische Materialismus, der eben sagt, der historische Materialismus, der behauptet, es gibt eine automatische Abfolge von Gesellschaftsformen. Und da wollte ich nur sagen, da ist ja seine Aktivität selbst
der beste Beleg davon, dass er das Bewusstsein hatte, dass es das nicht gibt. Was er sich vorher schon. Ich habe eine Frage. Ja. Sie haben gesagt, dass er kritisiert hat, dieses Lohnsystem. Meine Frage ist jetzt, was hat er denn alternativ, wenn ich das Buch jetzt gelesen habe, was hat er denn alternativ dafür empfohlen oder angeboten, statt das eherne Lohnsystem aufzugeben, auf der Kraft zu setzen? Was war denn seine Alternative? Wofür der Marx gestanden hat, das ist ja überhaupt keine Frage. Er hat gesagt, wir schaffen die Kapitalisten und das Privateigentum ab und stürzen diese Gesellschaft. Und das ungefähr war das. Und jetzt finde ich auch das Großartige an, dass dieses Buch, das malt eben nicht aus, wie er sich eine zukünftige Gesellschaft vorstellt, sondern das ist wirklich, das ist mal ernst zu nehmen, das ist nichts anderes als ein Lehrbuch dieser Produktionsweise. Das macht nichts anderes als, der guckt sich eine Ware an, der guckt sich das Geld an, der guckt sich das Kapital an und gibt deren Bestimmungen und ihre notwendigen Zusammenhänge. Also der sagt, wenn ich eine Ware habe, die sich gegen Geld tauscht oder Waren übers Geld tauschen oder überhaupt nur Ware gegen Ware tauscht, dann stellt er sich solche Fragen wie, was macht eigentlich diese beiden Sachen vergleichbar? Die sind doch ganz unterschiedlich. Also so solche Fragen stellt sich der Marx. Das kommt einem jetzt fürchterlich, also irgendwie heutigen Tag, man muss sich da erstmal überhaupt drauf einlassen. Das, in einem volkswirtschaftlichen Buch, nie findet man so eine Frage. Man denkt auch, was hängt davon ab? Was der Marx sagt, ist, wenn sich zwei Dinge, die von ihrer Nützlichkeit total unterschieden sind, ein Auto und ein Glas Wasser, hat nichts miteinander zu tun. Und das eine ist ungefähr 5000 Euro mehr wert als das Glas Wasser. Damals hat er halt den Euro gesagt, sondern Pfund Sterling. Also ist 20 Pfund Sterling ist die Kutsche im Verhältnis zum Wasser. Was ist eigentlich das Gleiche dabei? Wenn sich eine Kutsche gegen 1000 Liter Wasser tauscht. So eine Frage hat er sich gestellt. Und hat dann gesagt, okay, offensichtlich in dieser Gesellschaft, wenn Waren getauscht werden, dann fehlt neben dem Gebrauchswert der Sachen noch was anderes. Nämlich diese Sachen haben einen Tauschwert, ein quantitatives Verhältnis zu anderen Sachen. Und dieser Tauschwert muss auf was verweisen, was in diesen Sachen wirklich gleich ist. Das Gleiche bei diesen Sachen ist die Arbeit, die drinsteckt. Aber das kann nicht die konkrete Arbeit sein. Konkret meint er im Sinne von, das eine produziert eine Kutsche, das andere produziert das Wasser. Nein, das muss Arbeit in einer abstrakten Qualität sein. Das nennt er Wert. Darin hat er festgehalten, das ist die Bestimmung der Ware, dieses Doppelte zu sein. Jetzt kommt es einem alles so schwarzsinnig theoretisch vor. Damit ist aber gesagt, in dieser Gesellschaft zählt an den Dingen neben dem, dass sie nützlich sind, was anderes ganz entscheidend, nämlich, dass sie einen Wertcharakter haben, dass sie Geld gleichgesetzt werden. Das Geld, sagt er dann, das übrigens auch die damaligen Ökonomen nur als ein Hilfsmittel für den Tausch kann, sagt der Marx, was ist denn eigentlich das Geheimnis des Geldes? Warum kann denn das Geld das eine oder das andere kaufen? Diese Frage stellt sich kein Ökonom. Warum kann es das? Die rechnen vielleicht mit wahnsinnigen Kurven aus, wie viel Geld was kauft. Aber was die Substanz des Geldes ist, hat kein Mensch in dieser Gesellschaft eine Ahnung. Das muss was sein, was eigentlich diesen anderen Dingen gleich ist.
Es ist nichts anderes, sagt er dann, als die Wertgegenständlichkeit dargestellt. Ihr Wertsein stellen Sie dar in Geld. Und die Qualität des Wertseins, also dass das Geld nichts anderes ist als die Wertgestalt der Ware, ist seine Behauptung und seine Analyse. Und darin ist ein Urteil gefällt, das sagt, in dieser Gesellschaft ist das bestimmende Verhältnis. Also das ist in jede Gesellschaft eine, die natürlich von den Gütern lebt, die sie produziert. Aber das regelnde Prinzip dieser Gesellschaft ist der Wert. Und der Wert hat seine Darstellung in Geld und das ist Verfügungsmacht über Güter in privater Hand. Das ist Geld. Das ist der Begriff des Geldes. Also nicht Tauschmittel, damit es leichter geht, auszutauschen, sondern das ist nichts anderes als Verfügungsmacht über die Dinge in einer eigenständigen Gestalt als Geld. Und dieses ist der Wert und dessen Prinzip ist die Vermehrung von ihm. Und dann ist er beim nächsten Gegenstand, beim Kapital. Also so denkt der über die Sachen nach. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was der Ausgangspunkt ist. Jetzt habe ich so eine Kürze an der Stelle. Ach so, weil, richtig, jetzt weiß ich es wieder. Ersatz für Lohn. Ja, das war genau. Genau. Also warum habe ich jetzt so lange ausgeholt? Weil ich sagen wollte, gegenüber Ihrer Frage, weil Sie ja gesagt haben, was stellt er sich denn als Ersatz für Lohn? Da, weil ich gesagt habe, wer in dem Buch nach einer Utopie sucht, im Sinne von, hier wird gesagt, wie man sich eine ideale Gesellschaft vorstellt. Da findet man nichts. Was man da drin findet, ist eine ganz nüchterne Analyse der ökonomischen Gegenstände in der Gesellschaft. Und jetzt kommt aber der Punkt, warum ich das so angedeutet habe. Wenn man die Analyse verfolgt, dann kommt auch raus, natürlich, dass die Erklärung dieser Verhältnisse zugleich die Kritik dieser Verhältnisse ist und damit ist auch klar, was an die Stelle gesetzt wird. Also dass er sagt, wenn diese ganze Gesellschaft sich um die Verwertung und die Vermehrung des Werts kümmert, wenn sie eine ist, die einschließt einen Klassengegensatz, das ist das dann von, dass die Vermehrung des Geldes basiert auf der Benutzung und Vernutzung der Arbeitskraft. Das ist ja dann alles begrifflich abgeleitet, die sagt, dann geht es darum, die Leute möglichst lange arbeiten zu lassen, dass der absoluten Mehrwert dann kommt. Und es geht darum, dass das Verhältnis von wie viel sie für sich arbeiten und wie viel sie für wie viel Wert sie Geld werden, Wert sie für den Unternehmer schaffen, der ihm gehört, dass dieses Verhältnis vergrößert wird. Wenn das das Verhältnis ist, dann ist klar, als Alternative, dann muss dieses außer Kraft gesetzt werden. Dann muss halt außer Kraft gesetzt werden, dass der Wert, oder in dem Fall das Kapitalverhältnis, das Beherrschende ist. Dann muss Lohnarbeit und Kapital aus der Welt geschafft werden. Also das ist vollkommen klar. Das ist das, was man weiß, dass das ein Plädoyer für die Revolution ist. Aber das besteht eben nicht darin, das Buch, das malt es aus, sondern das erklärt erstmal einfach, wie geht es hierzulande zu? Was sind die notwendigen Gesetzmäßigkeiten dieser Wirtschaftsweise? Ja, aber der Stelle, denke ich, bietet sich gerade so gut an, das herauszustellen, dass Marx, dass es das Marxische Verdienst ist, dass er zweifelsfrei und überprüfbar dargestellt hat und belegt und bewiesen hat, Geld arbeitet nicht. Ich habe das meinen Kollegen als die Metallvertrauensmann im Betrieb früher so erklärt. Die haben sich dann unglaublich angesehen, weil man das ja in der Saarbrücker Zeitung und der bürgerlichen Presse überall täglich nachlesen kann. Bringt er Geld auf die Bank, Geld arbeitet nicht. Habe ich gesagt, er nimmt uns auf die Drehbank 1000 Mark. Da kommst du in einem Jahr, da leihe ich immer noch 1000 Mark auf. Geld arbeitet nicht. Hat jeder verstanden? Ja, vor allem
an die Mehrwerttheorie, dass man, dass er herausgestellt hat, dass ein Teil bezahlt ist, die der Arbeiter bekommt, und ein anderer Teil unbezahlte Arbeit ist, die der Kapitalist sich einsagt. Weil die bürgerliche Ökonomie sagt ja, er schlägt das drauf, auf, das wird irgendwie draufgeschlagen, und Löhne sind nur Kosten. Man hört ja oft das sagen, wenn das sind Kosten, die uns belasten. Wir müssen von den Kosten runter, und da wird ja nicht davon geredet, dass der Lohn neue, dass der Arbeiter einen neuen Wert schafft. Da wird ja nicht in der bürgerlichen Ökonomie davon gesprochen. Ne? Das hat ja Marx dargestellt. Ne? Das eine ist, das sind einfach zwei, also was Sie angesprochen haben mit dem Geld arbeitet. Übrigens, wer das sagt, der glaubt ja nicht selbst wirklich auch dran, da haben Sie ja das Geld arbeiten, soll es auch geben. Geld ist halt ein Schein der Literatur. Wenn es was zu erklären gibt, dann ist es ja das, also insofern stimmt ja Ihr Hinweis und sagt, wenn ich Geld auf die Werkbank lege, dann vermehrt sich es. Jetzt gibt es ja das Phänomen, Geld vermehrt sich. Ja? Also aber wenn die wahre Arbeitskraft, nicht die wahre, was weiß ich was. Ja, wenn ist es halt dann nachzuweisen und zu erklären, wie kommt es eigentlich zustande. Ja? Und jetzt muss man auch wiederum sagen, das kann ich natürlich auch ohne Marx herausfinden. Nämlich, dass entgegen der Rede, heutigen Tags, ach, der Marx ging doch nicht mehr. Früher mag es ja sein, dass der Reichtum auf der Arbeit beruht hat. Aber heute beruht er doch viel mehr auf der Wissenschaft, auf dem Internet, auf unserer Bildung und auf dem Kredit. Ja? Das ist zum Beispiel das, was man hört. Das ist die eine Sache. Dann kann ich natürlich sagen, ach so, ja, und andererseits betont die Kanzlerin dauernd, obwohl sie abstreiten würde, dass der ganze Reichtum auf der Arbeit beruht, wir müssen unbedingt in Deutschland mehr arbeiten. Und es kommt ganz wesentlich darauf an, dass die Arbeitsplätze hier sind und dass sie nicht in China geschaffen werden. Also darin drücken die doch selbst aus, die Politiker, dass sie wissen, dass natürlich auf der Arbeit und wie viel Arbeit in Deutschland mobilisiert werden kann, der Reichtum beruht. Das wäre nur eine andere Art und Weise, das auszudrücken, als Sie jetzt gesagt haben, wie soll der denn Geldschein arbeiten. Das kann ich ganz ohne Marx sagen, dass diejenigen, die sagen, der Marx gilt sowieso nicht mehr und die Arbeit auf der einen Seite, die schafft doch nicht die Werte, das sind doch wir alle und vor allem in Wissenschaft und sonst was. Dass es letztendlich auf nichts anderes ankommt, als dass Arbeit mobilisiert wird. Dass man dauernd Statistiken hervorhebt, die sagen, endlich gibt es wieder bei uns fast Vollbeschäftigung. Und wir haben noch nie so viel in Arbeit gehabt wie bislang. Unter welchen Bedingungen? Ja, das ist ja ein anderer Punkt, wie das ist. Aber dass damit betont wird, es kommt in dieser Gesellschaft auf die Arbeit an, die verrichtet. Und davon kann es gar nicht genug geben. Das ist eine Sache, die sagen sie selbst, und dafür brauche ich den Marx gar nicht. Andererseits kann man sagen, ist es richtig eine Bestätigung, weil der Marx hat ja auch auf seine Art gesagt, es geht in dieser Gesellschaft, kommt es tatsächlich darauf an, dass gearbeitet wird und Arbeit in welcher Qualität. Nämlich, dass diese Gesellschaft die Absurdität hat, dass auf der einen Seite die Produktivkraft steigt und an sich immer weniger gearbeitet werden müsste, um das Lebensnotwendige zu produzieren. Und auf der anderen Seite aber diese Ökonomie der Arbeit nichts anderes kennt, als dass möglichst viel Arbeit mobilisiert wird. Und der sich dann so darstellt, dass manche Leute gar keine Arbeit haben und andere Arbeit im Überfluss haben und die Arbeitszeit ausgedehnt wird. Das ist so einer der Widersprüche, auf die der Marx hingewiesen hat. Und nur ich will darauf hinweisen, wenn man das Buch jetzt liest, da kommt übrigens das
vergesse sie nicht, ich will nur noch auf eins hinweisen. Die Stärke dieses Buchs besteht jetzt darin, dass diese Geschichte mit der, zum Beispiel der Verlängerung des Arbeitstags, die wird richtig abgeleitet, begründet aus den Prinzipien dieser Ökonomie. Und das Großartige, sage ich mal, aber das kann man jetzt glauben oder nicht, das habe ich ja gesagt, das fällt eigentlich wieder in das Verdikt, was ich vorher gesagt habe. Ich kann den Marx unglaublich loben, aber das können die Leute glauben oder nicht. Eigentlich muss man selbst lesen. Jetzt lobe ich ihn trotzdem eigentlich. Und sage, das Großartige an dem Buch ist, dass in aller Nüchternheit und Stringenz aus den ökonomischen Gegenständen der ganze Kapitalismus begründet in seinem notwendigen Zusammenhang dargestellt wird. Und da wird zum Beispiel aus der Tatsache, dass im ersten Kapitel gesagt wird, schon bei der Ware, da ist doch gar nicht von Ausbeutung, von Mehrwertproduktion, von dem, wie es in der Fabrik zugeht, reden, sondern schlicht aus der Tatsache. Wird untersucht, was ist der Begriff der Ware? Das, was jeder hier kennt, ein Ding, was gekauft wird und gegen Geld gekauft wird, was produziert wird für den Markt, am Markt sich austauscht gegen Geld und mit dem Geld eine andere Ware gekauft. Dieses Verhältnis, Ware, da wird gesagt, das Geheimnis dieser ganzen Geschichte ist, da geht es um Wert. Und was der Wert ist, das kann ich jetzt nicht in den Einzelheiten machen. Das muss man dann halt nachlesen. Weil da wird gesagt, das ist das Prinzip. Neben der nützlichen Seite der Dinge haben die eine Seite, die nennt sich, es ist für den Austausch produziert. Da geht es um sowas wie viel Geldgleiches steckt in dem produzierten Ding drin. So, und dann wird gesagt, aus dem folgt, raus, das ist das regulierende Prinzip dieser Produktionsweise. Nicht die Nützlichkeit, was der Mensch so braucht, sondern wie viel Geld wird damit erzielt. Und wenn es darum geht, dann kommt der nächste Punkt, dann sagt der Marx, dann ist das Geld, von dem kein Mensch weiß, dass es nichts anderes ist als die verselbstständigte Wertseite aller Waren. Dann hat in dieser Gesellschaft dieses Geld seine eigene Bestimmung. Nämlich Geld, das selbst keine Nützlichkeit hat, hat die einzige Nützlichkeit zu wachsen und mehr zu werden. Wenn es darum geht, wie kriegt denn das Geld das hin, dass es mehr wird? Ja, das kriegt es nur darüber hin, und jetzt ist er beim nächsten Gegenstand, nämlich bei der Bewegung des Kapitals, das kriegt das Geld nur darüber hin, dass es in dieser Gesellschaft eine Ware findet, die mehr Wert schafft, als sie selbst kostet. Das ist die Arbeitskraft, die selbst arbeiten kann. Dann ist er bei dem Punkt, nämlich das, so schafft es der Wert oder das Geld, dass aus Geld mehr Geld wird. Das ist die Bewegung des Kapitals. Das schließt ein, dass ein Produktionsprozess gemacht wird, in dem der Arbeitstag unterteilt ist in zwei Teile. Nämlich einen, in dem der Arbeiter ein Äquivalent seines Werts produziert und einer, in dem es einen Mehrwert produziert. Das ist der Gewinn, das ist der Mehrwert des Unternehmers. Das ist, wie das Geld sich verwertet. Das verwertet sich umso besser, je länger der Arbeitstag ist oder je kürzer die Zeit ist, die der Arbeiter für sich arbeitet. So geht ungefähr dieses Buch. Und jetzt hat man den ganzen, die Welt, die man vor sich als richtig aus den ökonomischen Gegenständen begründet, die sagt, in dieser Gesellschaft basiert die Produktion des gegenständlichen Reichtums, von dem diese Gesellschaft lebt, auf einem Ausbeutungsverhältnis. Ausbeutungsverhältnis ist das Verhältnis, dass die Produzenten den von ihnen produzierten nur einen Bruchteil des von ihrem produzierten Werts als Lohn erhalten und das andere und sich so als Vermehrung des Geldreichtums darstellt. So geht es ungefähr.
diese Ableitung. Und das, dann hat man im Prinzip eine Klarheit, also das nochmal zu dem, über was sind die Prinzipien dieser Gesellschaftsweise. Und darin ist es eben die Kritik, und darin steckt immer drin, natürlich, wie er sich es anders vorstellt, aber ohne das ausmalen zu müssen. Und das, die große Leistung ist, man hat halt eine Klarheit darüber, was die Bestimmungen, die ökonomischen Bestimmungen sind, die mit denen jeder zu tun hat. Was ist der Begriff des Kapitals? Was ist der Begriff des Geldes? Was ist die Notwendigkeit der Produktionsweise oder der Organisation des Arbeitsprozesses bei uns hier? Nach welchen Prinzipien passiert es? Das findet man darin dargestellt, in aller Stringenz. Okay. Aber es gab ja noch Fragen. Vielleicht ergänzen wir mal zum Geheimnis der Ware. Also ihr Beispiel mit dem Wasserglas oder mit dem Auto. Ja. Also wir haben sicherlich einen richtigen Ansatz gewählt, dass man sagt, da steckt ja Arbeit drin. Aber es war zu ungenau. Eigentlich muss man sagen, steckt Arbeitszeit drin. In diesen beiden Produkten der Ware steckt Arbeitszeit drin. Ja. Und wenn man, sagen wir mal, diese Arbeitszeit natürlich auch ausdrücklich in monetäre Dinge gießt, dann heißt es hier 5.000 Euro oder 1,50 Euro. Aber eigentlich geht es um die Arbeitszeit. Und diese Arbeitszeit hat natürlich auch nochmal ein Verhältnis zu, wenn man so sagt, also wenn man so Abstraktes betrachtet, zu einer sogenannten notwendigen Arbeitszeit und die Arbeitszeit, die eigentlich auch mehr oder weniger über den, wenn man so will, über den Kapitalisten kommt. Und ich sage, bei 5.000 Euro wäre ja 500 Stunden Arbeitszeit im Auto drin und vielleicht noch 5 Minuten im Wasserglas. Und jetzt die Frage ist, was ist, wenn man das jetzt äquivalent vergleicht, dann könnte man natürlich auch sagen, warum würde man denn auf den 5.000 Euro Schein, vorausgesetzt er würde es geben, die Arbeitszeit aufschreiben, dann dessen Äquivalent. Dann könnte man ja vergleichen, aha, 5 Minuten, 5.000 oder 500 Euro, 11 Stunden Arbeitszeit. Jetzt ist natürlich das Geheimnis da drin, man vergleicht es zwar, aber es gibt, wie gesagt, notwendige Zeit da drin, also wenn man so will, das, was der Arbeiter wieder bekommt von seiner Arbeitszeit zur Reproduktion und das, was der Kapitalist einschiebt für sich. Und das ist das Geheimnis, dass man letztendlich was vergleicht über den Preis, aber letztendlich der Kapitalist den Mehrwert einschränkt und damit auch ständig anhäuft. Und das ist eigentlich so ein Bewegungsgesetz, wo man relativ, ich sage mal, sehr kompliziert, oder wo Marx sehr kompliziert natürlich diesen Prozess verfolgt hat, aber man eigentlich durchsteigt. Vielleicht erst dann, wenn man sich auch die Frage stellt, wie kommt er denn da drauf? Und ich gebe Ihnen auch, sagen wir mal, nur relativ recht, natürlich muss man ihn auch als Philosoph, als Denkphilosoph betrachten, weil ohne philosophische Denk- und Prozesse könnte er ja diesen wahren Ablauf ja auch gar nicht analysieren. Also er hat im Prinzip auch philosophische Größen wie Materie, Raum, Zeit und Bewegung immer gehabt. Er hat auch bei Aristoteles mehr oder weniger sich Kreisläufe angeguckt. Also er hat Ideen philosophisch mehr oder weniger auch gehabt. Er hat bei Hegel, wenn man so will, damals studiert, in unserem Sinne, also er war Hegel-Schüler. Ja. Also von daher ist das immer, also mit Methode, nicht wissenschaftlich in unserem Sinn, sondern er hat einen Denkansatz gehabt. Vielleicht könnte man sagen, er ist ein Analytiker, der messen Regeltechniker. Aber er hat diese Dinge verfolgt, nur aufgrund auch seiner Denkmethode. Also das ist jetzt meine Meinung dazu. Darf ich das vorsortieren? Ich sehe da zwei Themenbereiche. Einmal das Wertlegen auf das gemeinsam mit den Waren sei, die Zeit, die drauf verbracht ist, ist gerade nicht, weil in der Lokomotive stecken mehr Zeit als in meinen Tabletten, Halstabletten hier. Und das zweite Thema wäre, welche Bedeutung Philosophie und Wissenschaftstheorie für die Erkenntnisse von Marx selber haben. Jetzt meine ich Folgendes. Wenn der Marx sich was anders angeguckt hätte, dann wäre er womöglich zu anderen Ergebnissen gekommen. Also der Gegenstand, den er versucht hat zu durchdringen, nämlich wie funktioniert
funktioniert die Gesellschaft, in der wir leben, in der wir heute leben, die bringt, wenn er richtig denkt, das Ergebnis. Wenn er sich jetzt den Sternenhimmel anguckt, kommt er zu ganz anderen Ergebnissen. Aber ich will jetzt nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir die beiden Themen auch trennen. Ja, ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also, das ist halt insgesamt jetzt etwas, die Schwierigkeit. Entweder, wenn man, eigentlich ist es wieder das, wenn man jetzt den ersten Teil, den Anfang, so geht ja das Buch los mit der Warenanalyse, wenn man das jetzt in Detail machen würde oder wollte, dann müsste man an dem ansetzen, was Sie gesagt haben, und das weitermachen. Also, weil dann geht es um die Arbeitszeit, um die gesellschaftliche Notwendigkeit und Durchschnittsarbeitszeit und sonst was. Aber das wäre ja eigentlich dann, das müsste man in den Lektürenkreis in den Einzelheiten machen. Wenn das gewünscht wird, kann ich das auch genauer machen. Da kann man nochmal über das genauer reden. Das andere mit der Denkmethode, da kann ich nur davor warnen wieder und sagen, oder mein Plädoyer wäre, wenn man das Buch liest, dann findet man erstmal gar nichts von der Denkmethode, sondern eine Analyse dieser Gegenstände. Und das finde ich auch sympathisch an dem Marx, weil die Methoden eben besagten Widerspruch haben, über den ich ja vorhin schon ausgelassen habe. Und wenn der Marx Hegel-Schüler war, was er war, es hilft gar nichts für bei der Analyse dieses Buchs, weil er selbst sagt, das ist eine Methode, die er dann für die Darstellung benutzt hat, aber die Erkenntnisse, die er hat, hat er nicht von Hegel, sondern durch das Studium der ökonomischen Gegenstände gehabt. Also deswegen ist das eigentlich auch wiederum jetzt eine Diskussion, die bringt wahrscheinlich auch den anderen wenig, weil auch da kann ich nur darauf verweisen, wenn es nichts anderes, man muss dann die entsprechenden ökonomischen Erklärungen sich anschauen und dann wird man schon sehen, ob das einleuchtend ist oder nicht einleuchtend ist. Was auf keinen Fall hilft, ist, die Aussagen dort verstehen zu wollen, indem man woanders guckt. Nämlich jetzt dann, wie hat Hegel mit Dialektik oder sonst was in der Wissenschaft der Logik seine Abhandlung gemacht, das hilft wirklich nichts. Also solche Sachen gab es ja früher auch, oder gibt es immer, die sagen, ich muss die Dialektik woanders studieren und dann hilft. Das hilft überhaupt nichts, weil da muss man halt hier geht es um die ökonomischen Gegenstände und da muss man deren Bestimmungen, die hier geleistet werden, sich anschauen. Und so, das gibt es denn noch irgendwie andere, ja? Ich habe seit einer Woche, bin ich beschäftigt. Damals, der Karl Marx hat das Buch geschrieben, hat es ganz anderes Weltwahrschein als heute. Und ich denke schon, dass die kapitalistischen Länder oder Industrieländer haben sie schon die Sachen, dass eigentlich die Bürger haben die Steuer bezahlt. Und Industrieländer haben sie Satelliten und im Universum geschickt. Und davon, heute haben wir schon Internet. Und was sie gewinnen, mir ist es, ich kann nicht passen, wie sie rechnen mit Internet. Ich einzige Person, jeden Monat zahle ich das 60 Euro, wegen Internet oder Telefon. Und wie Sie rechnen das? Haben Sie die Waren gerechnet, das mit der Arbeitszeit und den Wert von der Waren. Heute mit Internet, wie Sie rechnen, das ist schon, ich weiß auch, ob ich das richtig erklären konnte. Ich frage mal nach. Ist damit gemeint der Preis? Wie kommt der Preis zustande, den man für sein Internet bezahlt? Man dafür eigentlich, es muss diese Geschichte mit der Ware, der Produktion von Wert trennen, um überhaupt solche Fragen zu stellen. Ob das zum Beispiel die Produktion hat mit dem Wert was
messen wir das. Und deshalb glaube ich, dass man irgendwie dahin kommen kann oder muss, dass man zum Beispiel wirklich unterscheidet zwischen, was eine Ware und ihr Wert. Wie viel ist sie wert? Und dann. War das jetzt. Kennen Sie das Buch? Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Also, der Marx geht auch so ran und sagt, der Reichtum dieser Gesellschaften existiert als eine ungeheure Warenansammlung. Die einzelne Ware ist die Elementarform davon. Wir fangen mal an und analysieren die Waren. Ja? Und dann sagt er, Ware ist ein Verhältnis zweier Dinge zueinander. Ware heißt ja immer für den Austausch produziert, ist ein Verhältnis zweier Dinge zueinander. Und dann ist seine Frage, was ist das Gleiche dieser verschiedenen Dinge? Ja? Das ist seine Frage. Und dann geht es los und dann sagt er, von der Naturalform, also von der Nützlichkeit her, sind sie verschieden, also muss das Gleiche, was unterschieden von der Nützlichkeit sein, so geht ungefähr die Argumentation. So. Sein Anliegen ist zu sagen, ich will einfach mal dieses Verhältnis analysieren und habe, das ist die Behauptung, darin das ganze Prinzip dieser Produktionsweise gefunden, nämlich in ihr dreht sich alles um den Wert und das ist, jetzt sage ich es erstmal nur so, das ist gesellschaftlich abstrakt notwendige Arbeit und die wird in der Zeit gemessen, also ist es gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit und das ist nicht die konkrete, wie viel man braucht zum Herstellen von den Dingen, sondern das ist die Abstraktion von der konkreten Arbeit, also so. Das kann man alles noch genauer machen, das ist jetzt auch diejenigen, die das nicht gelesen haben und die sich Schwierigkeit haben, die sollen das jetzt auch mal wieder vergessen. Ich will nur auf Ihre Frage hin sagen. So geht der Marx daran. Und wenn Sie jetzt sagen, aber wie soll man das jetzt heute mit dem Internet sehen? Dann muss ich sagen, genauso. Beim Internet hieß es ja nur die Leistung des Internets. Also von mir aus so einen Surfer mir zu kaufen, den Zugang zu. Das kostet 5 Euro. Was ist das Gleiche von dem Zugang zum Internet, der sich tauscht gegen irgendeine andere Ware? Genau dieselbe Sache. Dass es eine Dienstleistung ist, heißt ja nichts anderes, also das kannte der Marx damals auch, wenn der Waren gesagt hat, der Reichtum der Gesellschaft ist eine ungeheure Warenansammlung, dann kannte der damals auch Dienstleistung. Dienstleistung heißt ja nur, dass die Arbeit sich nicht in einem Produkt wie ein Buch hier darstellt, sondern wenn ich Haare schneide, da fällt die Produktion und die Konsumption der Sache zusammen. Oder wenn ich transportiere, dann ist es halt die Ware ist die Ortsveränderung. Ja? Also deswegen kann man das mal auch Dienstleistung und der Ware, das ist eh dasselbe im Prinzip. Dass nämlich etwas produziert wird und sich gegen Geld tauscht. Ob das Produzieren eine eigenständige Gestalt hat als ein Ding oder eine Dienstleistung ist, die als Ding die praktisch im Moment der Produktion auch schon konsumiert wird. Das macht ja keinen Unterschied. Unter dem Gesichtspunkt, hier tauscht sich ein Produkt oder eine Leistung gegen eine andere. Also deswegen wundert mich die Frage, weil man da sagen kann, ich kann dieselbe Frage, die der Marx stellt an Tuch und Eisen. So und so viel Eisen und so viel Tuch. Was ist das Gemeinsame von einem Kilogramm Eisen und 10 Kilogramm Tuch? Ja? Oder ein Kilogramm Tuch oder was weiß ich. Was ist da das gemeinsame Dritte? Das kann ich auch sagen, wenn ich Internet und Wasserglas vergleiche. Es ist immer dieselbe Frage, nämlich, was ist die Substanz des Reichtums? Was ist das, was diese Sachen gleich macht? Das ist, das nennt er Wert und hat im Rückschluss gefunden,
des Gemeinsamen, also eigentlich ist es ein ganz simpler Schluss, der jedem so viel Arbeit, Schwierigkeiten macht, nämlich das ist der Schluss drauf, die Dinge sind von ihrer Nützlichkeit ganz unterschieden. Internet und ein Glas Wasser ist was anderes. Mit dem einen kann ich einen Zugang zu Daten erreichen, mit dem anderen habe ich also insofern ein Informationsbedürfnis befriedigen, in dem anderen befriedige ich ein körperliches Bedürfnis, nämlich Wasser zu trinken. So, nach ihrer Gebrauchswertsage sind die Sachen vollkommen unterschiedlich. Gleichzeitig sind sie geldmäßig vergleichbar. So und so viel Internet ist so und so viel Wasser. Was ist also das gemeinsame Dritte, was sie vergleichbar macht? Das kann nicht ihre Nützlichkeit sein, sondern es muss von der Nützlichkeit eine unterschiedene Eigenschaft sein. Dann sagt der Marx, was bleibt also als gemeinsames Drittes überhaupt übrig? Beides ist Produkt von Arbeit. Das Internet Produkt von Programmierarbeit, das Wasser Produkt von Brunnenarbeit. Das ist das Gemeinsame. Aber als Brunnenarbeit und als Programmierarbeit sind sie verschieden. Was ist denn das Gemeinsame? Beides ist Verausgabung von Arbeitskraft überhaupt. Wenn es Verausgabung von Arbeitskraft überhaupt ist, was eher abstrakte Arbeit nennt, was ist dann das Maß davon? Die misst sich nur nach der Zeit, das war das, was der Herber gesagt hat. So, aber es ist nicht die nützliche Arbeitszeit, genau die, wie viel man Minuten abgezählt dafür braucht, sondern es ist die Arbeitszeit, die sich ergibt in der Gleichsetzung. Also ist es sogenannte gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Das nennt er, das ist die Substanz des Wertes und das ist abstrakter Reichtum, das ist das Ergebnis von Privatarbeit, also wenn privat gearbeitet wird und sich der Zusammenhang der Arbeiten überhaupt erst im Austausch darstellt. Dann zählt eben auch nicht die konkret nützliche Arbeitszeit, sondern die Abstraktion von der konkreten nützlichen Arbeitszeit. Dann zählt der Wert, der in den Dingen drin steckt. So, das ist mal, sind so Elemente, was man, wenn man das liest, am Anfang liest. Was darin entschieden ist, ist schon das. Das ist eine Ökonomie des Werts und nicht des Gebrauchswerts im Sinne von einer nützlichen Arbeitsteilung, sondern einer Arbeitsteilung, die basiert auf privater Arbeit, die darin besteht, dass dann die Produkte auf dem Markt ausgetauscht werden und sich deswegen der Zusammenhang der Arbeit auch erst über die Wertgegenständlichkeit den Austausch dieser Produkte herstellt. Da sagt er schon dazu, das ist was Absurdes, weil nämlich die Arbeiten aufeinander angewiesen sind und andererseits der Zusammenhang der Arbeiten in der Ware produzierenden Gesellschaft, hat er noch gar nichts mit Ausbeutung oder sowas, herstellt über den Austausch der Gegenstände auf dem Markt. Der Waren auf dem Markt, ob das jetzt eine Dienstleistung ist mit Internet oder ein Glas, oder damals von mir aus eine Kutsche war, ist vollkommen, oder eine Briefpost oder sowas, ist vollkommen egal. So stellt sich deren Zusammenhang dar. Das sagt er, das ist schon was Absurdes. Deswegen hat er ein Kapitel über den Fetischcharakter gesagt, das ist ja wie bei Völkern früher, die sich eingebildet hätten, dass ein kleiner Gott in irgendeinem Baumstamm steckt oder in einem Stein enthalten ist. Da bilden sich die Leute ein, dass dieser Stein Macht über sie hat, weil sie von nichts eine Ahnung hat. Deswegen sagt der Fetisch dazu. Und in der modernen, aufgeklärten Gesellschaft, wo es schon Naturwissenschaft und alles gibt, und Steigerung der Produktivkräfte und Technologie und Wissenschaft, ihren ökologischen Zusammenhang betreiben die Leute genauso absurd wie Naturvölker. Nämlich, dass ihr Zusammenhang, nicht ihr bewusster Zusammenhang ist, sondern der Zusammenhang sich herstellt über den Austausch der Waren auf dem Markt, sodass sie abhängig sind von diesem Austausch, anstatt ihn zu bestimmen. Das ist das, was er sagt, das ist der Fetischcharakter dieser warenproduzierenden Gesellschaft. Ja, dass da
der gesellschaftliche Zusammenhang, obwohl er existiert, obwohl die Menschen arbeitsteilig produzieren, ihr arbeitsteiliger Zusammenhang existiert im Geld, im Austausch der Produkte auf dem Markt. Unter dessen Kontrolle sie stehen, statt ihn zu kontrollieren, sagt er noch dazu. So, das ist mal ein Hinweis auch, wie schon in den allerabstraktesten Bestimmungen, was für eine Absurdität in dieser Produktionsweise steht. Und dann geht der Punkt weiter jetzt bei dem Buch. Ich kann auch ohne den Markt sagen, in dieser Gesellschaft dreht sich alles ums Geld. Und jeder weiß es, wenn das Geld sich nicht vermehrt, dann geht ein Unternehmer bankrott. Also insofern, dass die kapitalistische, das Wirtschaften hierzulande darin besteht, dass möglichst viel Profit gemacht wird, ist keinem Menschen ein Geheimnis, dazu brauche ich nicht den Marx lesen. Was ich aber habe, wenn ich den Marx lese, ist, dass ich die Notwendigkeit der ökonomischen, genau die Bestimmung der ökonomischen Gegenstände und ihren Zusammenhang kenne. Nämlich, wenn ich das, was ich über die Ware da habe, jetzt mache ich doch einen Durchgang, Kurzdurchgang durchs Kapital, obwohl ich das eigentlich nicht machen wollte, aber na gut. Dann sagt er, bei Marx geht es dann so, dass er sagt, die Ware, die diese Doppelnatur hat, ein nützliches Ding zu sein und ein Wertgegenstand. Der Wertgegenstand ist aber ganz alleine gesellschaftliche Qualität. Nämlich das ist ihr Zusammenhang zu den anderen Arbeiten als Austauschverhältnis. Diesen Gegensatz kann die Ware nur darstellen, so argumentiert der Marx, weil er so strikt ist, als die Wertgegenständlichkeit muss sich von ihrer natürlichen Warenform getrennten Form darstellen. In einer Ware, die von gleicher Natur ist, die also auch durch Arbeit produziert ist, aber nichts anderes darstellen soll als ihre Wertgegenständlichkeit. Das ist das Gold. So argumentiert er. Also die erste Geldform ist das Gold, nämlich die verselbstständigte Wertgestalt der Ware. Weil es nur darauf ankommt, dass das Gold nichts anderes ist als die Wertgestalt der Waren, ein Zeichen für die Arbeit, den Beitrag zum gesellschaftlichen Reichtum, zu der arbeitsteiligen Produktion, aber in der verselbstständigten Form des Geldes. Deswegen kann auch das Gold durch ein Zeichen ersetzt werden. Im Extremfall durch Papiergeld, weil es nur darauf ankommt. Trotzdem ist es nichts anderes als die Wertgestalt dieser Sachen. Dann ist der nächste Punkt, wenn es darauf ankommt, wenn das Entscheidende an den Waren ist, nämlich wie viel Geld wert sie sind und das Geld den Austausch der Waren vermitteln kann, weil es das Gleiche in den Waren. Wenn also in dem ganzen Austausch immer das Geld das Mittel dafür ist, aber auf der anderen Seite immer notwendig ist und das Geld als diese abstrakte Darstellung des Werts der Ware, ist dann auch selbst zu nichts anderem fähig als mehr zu werden. Dann kommt es in dieser Gesellschaft beim Geld darauf an, dass es mehr wird. So macht der den Übergang, nämlich die Notwendigkeit der Geldvermehrung aus dem Prinzip, in dieser Gesellschaft herrscht der Wert, abzuleiten. Das kann ich auch anders machen, dass es um die Geldvermehrung geht. Das kann ich auch rauskriegen ohne den Markt. Da brauche ich nur in die Welt zu gucken und sagen, das weiß jeder Kapitalist, dass es darum geht. Dass er bankrott ist, wenn er nicht sein Geld vermehrt. Aber die Leistung von dem Marx ist erstmal ganz strikt zu sagen, was sind die ökonomischen Gegenstände und was ist ihr innerer Zusammenhang. Und wenn ich das so verfolge, dann weiß ich, das ist das Prinzip dieser Gesellschaft. Das kann aus der Ware begründet und abgeleitet, dass es da ums Geld geht, beim Geld um die Vermehrung des Geldes, also ums Kapital. Wie verwertet sich das Kapital, indem es die Arbeit benutzt und ausbeutet, sagt er dazu, und so weiter. Und so geht es dann halt durch. Und dann weiß man am Ende, beim Lohn, der Lohn ist die Form, die Bezahlung der wahren Arbeitskraft in der Form, dass damit der Zwang
zur längeren Arbeit und zur Mehrarbeit automatisch gegeben ist. Das ist Lohn. Und das ist nicht eine gerechte Bezahlung für die geleistete Arbeit oder eine ungerechte Bezahlung und so weiter. Das ist die Leistung, die das Buch bringt, dass einfach die ganze Ökonomie systematisch dargestellt wird. Und vielleicht nochmal das, jetzt mache ich noch eine Eigenwerbung. Das ist jetzt ein ganz anderer Gesichtspunkt. Nämlich, also das ist, deswegen würde ich empfehlen, es lohnt sich, das mal so zu sagen, es lohnt sich, das ist ein dickes Buch, es lohnt sich total, den Marx zu lesen, weil eben da in aller Strenge die ökonomischen Gegenstände erklärt sind. Und übrigens, wer meint, oder wissen wir, ist das nicht heute veraltet oder sowas, die Frage klärt sich sofort, indem er einfach das Buch liest. Und dann sieht man an den Bestimmungen von Ware, Geld, ob die heute zutreffen oder nicht. Weil entweder es gibt die Gegenstände, eine Ware gibt es, Geld gibt es und so weiter. Und was er erklärt, entweder stimmt es oder stimmt es nicht, das ist die einzige Frage dabei. So. Und deswegen meine ich, es lohnt sich total, dieses Buch zu lesen. Und das ist einfach die ganz, der innere Zusammenhang dieser Produktionsweise. Nichts anderes ist da dargestellt. Und dass alles sich um den Wert und die Verwertung des Werts Mehrwert dreht. So, das ist das. Jetzt hatte der Marx, jetzt mache ich noch die Eigenwerbung. Jetzt hatte der Marx, wie er das Buch geschrieben hat, noch was anderes, hat er einen Aufbau gehabt und hat gesagt, ich will analysieren. Erstens, was sind die Gesetzmäßigkeiten dieser Produktionsweise? Das habe ich in den drei, hat er in den drei Bänden hingeschrieben. Das erste, den ersten Band hat er noch selbst rausgegeben, die anderen beiden hat er Engels, aber auf Basis des Manuskripts von Marx. Dann hatte er einen Aufbau gehabt und hat gesagt, nach der Erklärung dieses Kapitals, dann brauche ich noch den Weltmarkt, also das, was man heute Imperialismus nennt, Weltmarkt. Zweitens die Analyse des Staates. Drittens die Analyse der Konkurrenz, und zwar die Konkurrenz der Kapitalisten und die Konkurrenz der Lohnarbeiter. Was meint er damit? Warum hatte der gemeint, mit dem Kapital ist eigentlich die Analyse noch nicht fertig? Jetzt lasse ich mal das mit Weltmarkt und Staat weg. Und sagt, warum meint er, es gibt noch was anderes zu erklären, nämlich die Analyse der Konkurrenz. Damit meinte er Folgendes. Das eine ist, ich mache eine strikte Logik und erkläre die ökonomischen Gegenstände. Also, ich erkläre, was ich so angedeutet habe, Ware, Geld, Kapital, Kredit, Lohnarbeit, Wachstum des Kapitals, das nennt er Akkumulation. Dann, wie stellt sich das dar als Zirkulationsprozess, also als Geld wird vorgeschossen, verwandelt sich in Ware, muss dann zurückverwandelt werden in Geld, wird wieder investiert, das ist dann der Zirkulationsprozess, der Kreislauf des Kapitals und so weiter und so fort. Und dann ist er am Ende seines Buchs, der drei Bände, dabei gelandet, dass er sagt, und am Ende stellt sich der ganze Kapitalismus dar, als drei Klassen, die alle eine Einkommensquelle haben. Also der Unternehmer hat sein Vermögen, Kapital als Einkommensquelle. Der Arbeiter hat seine Arbeitskraft, Arbeit als Einkommen. Wenn er arbeitet, hat er Einkommen. Der Grundeigentümer hat Grund und Boden, der arbeitet zwar nichts, aber hat mit dem Grund und Boden auch sein Einkommen. Nämlich die Grundrente oder Miete, die bezahlt werden. So stellt sich am Ende der Analyse der Kapitalismus dar. Nämlich als drei Charaktere mit drei verschiedenen Einkommen. Aber aus dem Grund haben wir kein Dreiklassenwahlrecht gehabt. Bitte? Aus diesem Grund haben wir kein Dreiklassenwahlrecht gehabt. Weil das danach schlecht ableitet. Ach, Dreiklassenwahlrecht. Ja. Das war nicht so. Ja, die politische Seite ist anders. Okay, also das ist das. Und deswegen hat der Marx dann gesagt, und jetzt gibt es noch was anderes zu erklären. Nämlich, was sind die Gesetzmäßigkeiten, was sind die Bestimmungen des Umgangs mit dieser Einkommensquelle?
Das ist was anderes, ob ich erkläre, was ist das Kapital und seine Gesetzmäßigkeit. Nämlich Mehrwert zu produzieren. Immer zu wachsen. Und zwar dadurch, dass ich die Arbeit benutze und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, kein Mensch in dieser Gesellschaft denkt, auch nicht der Kapitalist, der kennt gar nicht den Begriff von Mehrwert. Kein Arbeiter, der arbeitet, sagt, ich lasse mich ausbeuten. Und weiß, irgendwas, sein Arbeitstag, die Hälfte des Arbeitstags arbeitet er für sich und die Hälfte für einen Unternehmer, was der Marx ausgefunden hat. Kein Bankier denkt sich, dass das Geld, was Sie angesprochen haben, die wunderbare Eigenschaft hat, dass es sich vermehrt, liegt daran, dass irgendwie letztendlich die Ausbeutung der Arbeit stattfindet. Kein Mensch hat irgendwie in dieser Gesellschaft diese Vorstellung. Sondern wir haben die Vorstellung, ich habe eine Einkommensquelle, der Unternehmer sein Vermögen, der Arbeiter seine Arbeit und ich bin auf den anderen angewiesen und meine Arbeit verschafft mir mein Einkommen. Und mit meiner Arbeit kriege ich einen Teil des Reichtums zurück oder einen Anteil am Reichtum. Der Unternehmer sagt, mit meinem Vermögen, das investiere ich und dafür kriege ich auch ein bestimmtes Einkommen. Das ist die Vorstellung. Also es gibt noch eine andere Logik in dieser Gesellschaft. Die besteht nicht in der Logik der Gegenstände, sondern in der Logik des Umgangs mit den ökonomischen Gegenständen. Ja? Das meinte der Marx mit, es braucht neben dem Kapital im Allgemeinen und der Darstellung von diesen Gesetzmäßigkeiten, der Kritik der politischen Ökonomie, noch eine Kritik, eine Analyse der Konkurrenz. Mit der Analyse der Konkurrenz ist gemeint, der Umgang des Unternehmers, also zum Beispiel Konkurrenz der Kapitalisten, mit seiner Einkommens. Der Unternehmer hat nicht den Standpunkt, ich will ausbeuten, der kennt gar nicht den Begriff der Ausbeutung, wie der Marx ihn darstellt. Kein Mensch hat eine Ahnung davon, sondern der hat ganz simpel den Punkt, ich habe ein Vermögen und das will ich vermehren. Also ich will ein Einkommen daraus erzielen. Wie erziele ich das? Indem ich produzieren lasse und Waren, die ich produzieren lasse, auf dem Markt verkaufe. Dazu muss ich einen Vorschuss machen, dazu taugt mein Vermögen, dann lasse ich produzieren und mein Einkommen ist die Differenz zwischen den Kosten, die ich aufwende und dem Ertrag, den ich erziele auf dem Markt mit dem Verkauf meiner Produkte. Das ist sein Standpunkt. Und von diesem Standpunkt aus gibt es natürlich gibt es jetzt lauter Notwendigkeit. Nämlich, wenn ich mehr Einkommen erzielen will, dann muss ich mehr Waren produzieren. Wie kann ich mehr Waren produzieren zu dem gleichen Preis mit weniger Kosten? Zum Beispiel, indem ich die Leute länger arbeiten lasse. Jetzt kommt er von diesem Standpunkt auch drauf, all die Gesetze in die Welt zu setzen, die dann die Gesetze der Ausbeutung sind mit dem Arbeitstag. Also man merkt dran, das erwähne ich deswegen. Es braucht neben, oder es gibt noch einen eigenen Gegner, den hatte der Marx vorgehabt, aber nie vollendet. Nämlich neben der Analyse der ökonomischen Gegenstände, die er allgemeine Gesetze des Kapitals genannt. Also der Begriff des Kapital im Allgemeinen, so hat er das genannt. Braucht es noch sowas wie eine Analyse der Konkurrenz? So, jetzt komme ich zu der Eingabung, nämlich dem, dass die Zeitschrift, der Gegenstandpunkt, das war ein langes Projekt, da hieß es damals noch Marxistische Gruppe und so weiter, vor vielen Jahren gab es das auch schon als Projekt, nämlich man will dieses fertig schreiben. Also das, was der Marx als Notwendigkeit, nämlich auch gerade für die Kritik des falschen Bewusstseins, als notwendige Analyse gedacht hatte, nämlich er braucht eine Ergänzung des Kapitals und das Buch Konkurrenz der Kapitalisten und Konkurrenz der Lohnarbeit. Das war die Zeitschrift,
das fortgeführt hat, was damals schon vor vielen Jahren als marxistische Gruppe ein Projekt war. Und in der jetzigen Ausgabe der Zeitschrift ist das drinnen, das erste Kapitel von diesem Konkurrenz der Kapitalisten. Und da ist auch eine Einleitung dazu geschrieben, die im Prinzip begründet, was hat der Marx geleistet und warum meinen wir das, oder warum er wollte ja, dass das fortgeführt wird, warum meinen wir auch, dass es sinnvoll ist, dass das fortgeführt wird. Wir meinen die Redakteure dieser Zeitschrift und haben das eben dargelegt. Und der Plan ist jetzt in den kommenden Ausgaben auch dieser Zeitschrift, dieses zu Ende zu führen. Das ist jetzt das erste von 5 Kapiteln erschienen und deswegen lege ich das nahe. Vielleicht ist es interessant, nämlich dieses Buch, Konkurrenz der Kapitalisten, ist in dieser, also das erste Kapitel ist in dieser Zeitschrift drin, die habe ich auch dabei, also wenn man die will, kann man die dann noch erwerben. Ja, können Sie zum Begriff des Kapitalisten noch kurz was sagen, damit das vielleicht auch nicht zu, wie soll ich sagen, so was wie personalisierter Kapitalismuskritik bei manchen vielleicht führt? Stichwort sowas wie Öftermaske des Kapitals. Was, nur nochmal erst gefragt, was, in welche Richtung oder was haben Sie da vor Augen jetzt? Es geht ja darum, dass der Begriff des Kapitalisten nochmal erläutert werde, auch in dem Sinne, dass es sich ja um einen durchaus austauschbaren Personenkreis handelt. Und Sie haben das ja mehrfach gesagt, dass es halt bei Marx der Berufskritik um eine Kritik der Ware, Kritik des Werts und der Eigentumsverhältnisse vielleicht auch geht. Und eben nicht dann nur einer Kritik an den Kapitalisten. Ja. Und das finde ich gut, wenn Sie das nochmal ausstellen mit dem Stichwort dann Charakter, Maske, Kapital. Ja, okay, verstehe. Also das ist, kann ich sogar nochmal mit dem, was ich zum Schluss gesagt habe, zusammenbringen. Also vielleicht folgendermaßen. Bei Marx, wenn man das Kapital hier liest, kommt der Kapitalist ganz als Charaktermaske vor. Damit ist Folgendes gemeint. Er sagt, beim Kapital geht es darum, dass aus Wert Mehrwert wird. Das ist die Bewegung des Kapitals. Und es geht darum, dieser Begriff des Kapitals ist maßlos und endlos. Also es geht immer wieder von neuem los, kaum hat sich der Wert verwertet und am Ende steht ein Mehrwert da, ein Plus, wird das Plus wieder zum Ausgangspunkt und wird wieder. Ja? Und der dann sagt er dazu, dem Kapital, natürlich gibt es den Begriff des Kapitals nicht ohne einen Kapitalisten, aber die Bestimmung des Kapitalisten ist nichts anderes als Charaktermaske, das heißt, er ist Charaktermaske dieser ökonomischen Bewegung. Ja? Darin ist eingeschlossen erstmal vom Standpunkt des Kapitals aus. Die Kritik in dieser Gesellschaft bestimmt das ökonomische Verhältnis ganz das Handeln der Menschen. Ja? Also der Marx sagt einfach, die Analyse des Kapitals heißt, es geht Wachstum um des Wachstums willen, Wertproduktion um der Wertproduktion willen. Und der Kapitalist ist nichts anderes als die Charaktermaske dieses Prozesses. Ja? Das ist seine Bestimmung. Und das stimmt ja, wenn es darum geht, also wenn das die Bestimmung ist, dann ist der Mensch nichts anderes als, er ist Charaktermaske. So, jetzt stellt sich natürlich das Rätsel, was ich vorher gesagt habe, kein Kapitalist selbst, also das ist damit auch die Kritik des Kapitalisten, ja, ihm geht es, das ist ja klar, die Vermehrung des Werts basiert dann, das ist ja die ganze Ableitung hier, auf der Ausbeutung der Arbeitskraft, auf der Ruinierung, Benutzung und Vernutzung der Produzenten. Ja? Deswegen ist das auch die Kritik des kapitalistischen Verhältnisses und des Kapitalisten. So, jetzt ist das
interessante oder das Wichtige natürlich, kein Mensch in dieser Gesellschaft läuft als diese Charaktermaske rum. Jeder meint ja, er hat sein Interesse und als Kapitalist bin ich doch nicht derjenige, der Diener der Verwertung des Werts ist und Charaktermaske der Ausbeutung, sondern der Kapitalist ist der Auffassung, er wie jeder andere auch, kümmert sich um sein Einkommen, er hat dafür sein Vermögen und aus seinem Vermögen macht er sein Einkommen. Und im Übrigen leistet er großartige Dienste, weil er schafft Arbeitsplätze. Das ist das Bewusstsein des Kapitalisten. Der mit der Charaktermaske rum der Ausbeutung. Ja? Jetzt ist der Witz dran, der, ja, er betrachtet sich als ganz freies Individuum mit seiner besonderen Einkommensquelle, die nichts anderes tut, als die einzusetzen, damit er sein Einkommen hat. Nur, der Witz ist jetzt der, damit er sein Einkommen hat, muss er sich ja nach Notwendigkeiten seiner Einkommensquelle richten. Also er muss zum Beispiel Waren produzieren, die er in Konkurrenz zu anderen auf dem Markt zu bestimmten Preisen verkauft. Jetzt erfährt er auf dem Markt, was er tun muss, zum Beispiel seine Produktion zu intensivieren, indem er Leute mehr arbeiten lässt. Und so stellt sich dann raus, bei der Analyse seiner Handlungen, dass er doch nichts anderes ist als die Charaktermaske, als der Exekutor von Notwendigkeiten, die in seinen Mitteln, nämlich dem Kapital, drin sind. Dasselbe gilt übrigens für den Arbeiter. Kein Arbeiter würde sagen, bei Marx hier drin ist, das sind die zwei Charaktermasken. Der eine ist Kapitalist, der andere ist Arbeiter, nämlich Besitzer seiner Arbeitskraft. Kein Mensch, der zum Arbeiten geht, denkt, er ist einfach Arbeitskraft, der andere beutet seine Arbeitskraft aus. Wenn er das denkt, dann wäre er ja Kommunist, also ein Gegner von dem Feld. Der Arbeiter, der sagt, ich gehe arbeiten, weil ich bei der Arbeit Einkommensquelle Arbeit habe. Das ist die halt. Und die benutze ich so, dass ich mein Einkommen erhöhe. Wie geht das? Zum Beispiel, dass ich das Angebot annehme, ich kann länger arbeiten, dann kriege ich auch mehr Einkommen. Ich mache, biete, und so geht das. Also hat auch der Arbeiter plötzlich ein Interesse, mehr zu arbeiten, um mehr Einkommen zu haben. Das ruiniert aber zugleich seine Arbeitskraft. So geht aus seiner Sicht, er denkt auch, ich benutze meine Einkommensquelle, damit ich in dieser Gesellschaft gut zurande komme. Wenn man das durchdenkt dann und analysiert, der Umgang des Arbeiters mit seiner Einkommensquelle Arbeit, dann stellt sich raus, er ist gar nicht, die Einkommensquelle ist nicht sein Mittel, sondern sie stellt sich sukzessive bei allen Anstrengungen, sie als mein Mittel zur Hand haben, damit ich in dieser Welt zurechtkomme und besser leben kann, als das Mittel einer Gegenseite, nämlich des Unternehmers da, der es gestaltet und für sich ausnutzt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, zurückzukommen. Charaktermaske auf der Ebene des Kapitals heißt, und das ist ja das Interessante, wo ich gesagt habe, das irritiert die Leute und sagt manchmal, wo ist da eigentlich dann der subjektive Faktor? Der Marx hat da dargestellt, die ökonomischen Gegenstände, das ist das, was diese Gesellschaft bestimmt. Und in dieser Gesellschaft dreht sich alles um die Verwertung des Werts und die Vermehrung des Kapitals, des Wachstums des Kapitals. Und die Individuen sind nichts anderes als Exekutoren dieser Vermehrung, Charaktermasken. Von ihrem Selbstbewusstsein her, damit ist man ja konfrontiert, denkt jeder, er ist ein freies Individuum in der Handhabung, er ist ein Revenuequelle, sein Einkommen. Er hat halt jedes des Einkommens und geht mit dem selbstbewusst um und macht es zu seinem Mittel. Und deswegen braucht es auch, das meine ich, ist die Bedeutung dieser anderen Analyse, der Analyse der Konkurrenz, weil da nachgewiesen wird, in der Logik des Umgangs mit der Einkommensquelle, dass alle Mittel, die
Einkommensquelle frei zu handhaben, also jetzt auf Seiten der Arbeiter zum Beispiel, als ihr Mittel zu handhaben, erweist, dass sie das Mittel eines anderen gegensätzlichen Klassenmarktes ist. Und beim Kapitalisten wäre der Nachweis der, dass er von seinem Bewusstsein her, aber der Gesellschaft, das herrscht. Die ganzen Gesetzmäßigkeiten des Kapitals, die kommen in die Welt überhaupt nicht als anonyme Zwänge, sondern über das Handhaben der Unternehmer, der Kapitalisten, ihrer Einkommensquelle, nämlich Kapital, und den Versuch oder den Bemühen, die ertragreicher zu machen. Und über dieses, so machen sie den Kapitalismus, nicht im Bewusstsein und ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was Profit ist, was Ausbeutung ist. So setzen sie die Ausbeutung ins Werk. Also so, da ist es im Prinzip die Analyse auf ihre Art, zeigt die Analyse der Konkurrenz, nämlich des Umgangs der Kapitalisten mit der Einkommensquelle Kapital, dass sie nichts anderes sind als die Charaktermasken, die ihrer des ökonomischen Gegenstands Kapital. Und bei den Arbeitern gilt, also bei den Lohnarbeitern dasselbe. Die Lohnarbeiter in ihrem Anliegen, ihre Arbeit ertragreich zu machen, erweisen sich als nichts anderes als Charaktermasken der Lohnarbeit, also des Pardons zum Kapital. Und das ist deswegen wichtig, weil darüber kein Mensch hat die Vorstellung, er macht sich zum Decken des Kapitalisten. Aber das nachzuweisen, also dass alle Versuche, die Einkommensquelle Arbeit damit umzugehen, die ertragreicher zu machen, nur dazu führen, dass man sich zum Mittel der anderen Seite macht. Also nicht lebt, erarbeitet, um zu leben, sondern lebt, um zu arbeiten. Das ist eigentlich da das Entscheidende, weshalb der Marx auch gemeint hat, man muss doch dieses Konkurrenz der Lohnarbeiter genauso wie Konkurrenz der Kapitalisten Buch schreiben, weil das so wichtig ist, um den Arbeitern an ihren Handlungen zu zeigen, welche Fehler sie machen und warum es, ja, ihnen deutlich zu machen, wie alle Bemühungen in dieser Gesellschaft zurechtzukommen, notwendigerweise die Untauglichkeit ihrer Revenuequelle erweist. Weil das ist ja der Ausgangspunkt. Jeder denkt, seine Arbeit ist sein Mittel und deswegen kommt ja auch drauf, was wir am Anfang mal hatten, nicht Beseitigung des Lohnsystems, sondern dauernd Anstrengung, den Lohn gerechter zu machen, einen ertragsreicher zu machen. Gut, das war jetzt eine lange Rede, aber vielleicht ist das mit der Charaktermaske nochmal deutlich.